Okay. So, halt zusammen. Mein Name ist Isa und ich starte mit euch ins HIIT-Programm. Alles, was du brauchst, schnapp dir ein Gewicht. Das kann entweder eine mittelschwere Gewichtsscheibe sein oder alternativ eine große Flasche Wasser, die natürlich gefüllt ist. Und dann bist du auch schon bestens vorbereitet. Ganz wichtig, schau, dass du genug Platz nach links und rechts hast und ungefähr deine Körperlänge nach hinten hinweg. Was dich erwartet, wir haben drei große Blöcke. Und zwar werde ich immer eine Übung vormachen, also beziehungsweise einen Block vormachen. Und ich werde dir eine Zahl vorgeben. Du hast in der ersten Runde 30 Sekunden, in der zweiten Runde 45 Sekunden Zeit, um diese Sets, die ich dir dort angebe, zu beenden. Oder Option 2, du arbeitest in deinem Tempo einfach immer von Gong zu Gong. Wenn du dich natürlich selbst herausfordern willst, dann nimmst du auch die Speed-Option und ziehst das komplett durch. Das ist vollkommen dir überlassen. Ich freue mich auf jeden Fall, wir starten wie immer mit einem Warm-up. Stell dich dafür einmal hüftweit auf, die Knie sind soft. Ich drehe die Musik auf, ganz wichtig. Und dann kann es losgehen. So. Stell dich auf, nimm die Arme einmal weit nach oben weg, strecke dich und sinke tief in einen Squat. Setz die Hände auf den Boden auf, drück die Beinrückseite durch, roll dich auf, alles von vorne. Arme gehen hoch, einmal tief in den Squat, setz die Hände ab, drück die Seiten durch, roll dich hoch, Füße zusammen, bounce am Platz. Deine Hüfte bleibt nach vorne ausgerichtet und nur auf den Zehenspitzen geht's hin und her. Yes. Nimm die Füße weit, dreh die Zehen raus, Single Squat. Tief und hoch, tief und hoch. Tschüssi. Schieb das Gesäß weit zurück. Belastung ist auf der Ferse. Halte unten, komm in eine Push-Up-Position. Hände weiter als Schulter weit, 2-2. Komm tief, tief, hoch und hoch. Ganz wichtig hier, dein Bauch ist fest angespannt. Die Knie und die Füße sind aufgesetzt. Oder du arbeitest komplett auf den Füßen. Bleib dabei. Tief, tief, hoch, hoch. Und bring die Ellenbogen weit nach außen. Druck in die Handflächen. Single Push-Up. Tief und hoch. Tief und hoch. Drück den Boden weg. Zwei mehr. Einer mehr. Roll dich hoch. Wir haben eine High Knee Run. Run kommt. Ziehe die Knie hoch. Lehn dich zurück und jog. Wer jetzt Platz hat, kommt nach vorne. Run back. Das Ganze zweimal mehr. Run back. Ein letztes Mal. Run. Single Jack. Arme weit. Setz die Fersen tief. Nimm die Arme mit. Und deine Option, tap it out. Standbein gebeugt, Beine gleichmäßig raus und rein, zurück zum Bars. Wieder ganz locker, ganz easy. Und nach dem Oberkörper kommen jetzt gleich die Beine dran. Auch die werden aufgewärmt. Easy Job. Zuerst noch ein bisschen die Herzfrequenz nach oben bringen. Flip die Fersen hoch zum Gesäß. Pump die Arme mit. Halte hier, Zehen wieder raus. Squat 2-2. Tief, tief, hoch und hoch. Jawohl. Dein Gesäß geht zurück, als würdest du dich auf einen Stuhl setzen. Knie im besten Fall hinter den Zehen. Vom Gefühl her denkt man immer, man kippt gleich nach hinten hinweg, wenn man sich tief in einen Squat setzt. Halte hier, bleibe hier, wir pulsieren. Das ist deine Range. Du gehst bis zur Hälfte hoch und sinkst wieder tief runter. Da baut sich der Druck in den Beinen auf. Das ist das, was wir erreichen wollen. Komm hoch, der Curl auf rechts. Optional, lass die Arme weg. Und wer jetzt mehr will, Galopp. Auch das ganz easy, ohne Jump hier. Bleib dabei. Kurzer Flip mit den Beinen. Knie soft. Letztes Mal. Halte in der Mitte. Jack. Arme hoch. 16 Stück. Denke mal an deine Option. Easy Tap.
Bounce. Und ihr habt es geschafft. Let's go. Erste Übung. Schnappt ihr ein Gewicht. Die Option. Lunge. Four. Lunge. Three. Squat. In schnell. Two. Lunge, Lunge. One. Squat. Davon hätte ich gerne vier Runden. Lunge, Lunge. Squat. Was sage ich da? Sechs. Sechs Runden. Oder die Option. Scheibe hoch. Ein Lunge. Zweiter Lunge. Einmal tief. Squat. Und hoch. Komm schon, bleib dabei. Three. Two. One. Atme. Rest. Gewicht weg. Hiervon hätte ich gerne vier Runden. Deine Option? Viermal Skate. Viermal Side Tap. Prepare. Single Leg Squat. Für mehr. Vier Skate. Viermal Run. Und tief. Deine Option jederzeit hier. Vier Runden und du hast Pause. Oder bis zum Gong. Ganz wichtig, im Side Run. Tief in die Ferse. Hier landest du kursfest. Ein Skate aus der Hüfte vor. Three. Run, run, run. Two. One. Rest. Gewicht dazu. In der ersten Runde lernen wir erstmal die Übung und Vollgas gibt es gleich in der zweiten. Hier, Squat, Füße zusammen, Scheibe hoch. Oder der Jump. 25 Stück. Work. Oder bis zum Gong. Wenn du hier arbeitest, sind die Arme gestreckt. Du startest im Squat, Arme lang. Schließe oben und sinke runter, zieh die Scheibe hier zum Oberschenkel. Im Jump dasselbe. Arme mal lang und gestreckt. Du machst quasi einen Halbkreis mit deiner Scheibe. Three. Hast du 25, hast du Pause. One. Scheibe weg. Nächste Übung. Nur Single Lunge. Ein Bein zurück. Und wer mehr will, and jump. Und jetzt gibt's keine Zeit, sondern die vollen 30 Sekunden durch. Deine Option, Backstep Lunge zu jeder Zeit. Hier zählt's nur aufs Durchhalten. Sinke tief und drück dich hoch. Komm schon, beiß dich durch. Four, ganzen 30 three, Sekunden. Two, alles von vorne. Du kennst die Übungen. Ich hätte gerne mindestens four, sechs Sets. Three, Lunge, Lunge. Two, Squat, Jump. One. Bist du dabei? Work. Let's go. Wenn du eine Challenge willst, nimm die ganzen 45 Sekunden und schau mal, wie viele Runden du hiervon schaffst. Vielleicht ziehst du es auch komplett durch heute, ohne Pause. Oder du gehst mal in die Option, wie du magst. Im Jump Squat, Lunge, meine ich, sind auch die Knie tief. Das hintere Knie geht immer in Richtung Boden. Mega wichtig. Four. Three. Two. One. Atme. Rest. Die Skate- und Run-Kombi. Eben waren es vier, jetzt sind sechs Durchgänge. Erinner dich an Run. Tief, das ist ein Single-Leg-Squat am Ende. Ganz wichtig. Auch in deiner Option, Core fest und tief in das Standbein sinken. Beim Skater drück dich über die Außenfußkante weit weg. Sinke tief in dein Standbein. Mach dich bereit. Prepare. Sechs Runden sind gesetzt. Vier Skate, viermal der Run. Wie viele schaffst du heute? Vielleicht hast du dir auch als Ziel gesetzt, heute mal die sechs Runden von letzter Woche zu toppen. Das ist das Coole an Hit und Freestyle. Du kannst da komplett dein Workout draus machen. Ich gebe dir nur die Vorlage. Haupt-
zwar hört, du setzt einen neuen Reiz. Wie der aussieht, entscheidest wieder du. Das hier ist nochmal die Option zur Erinnerung. 3. Bleib mit mir bis zum Schluss. 1. Rest. Schnapp dir ein Gewicht. Wir kommen zurück zu den Lateral Squats mit der Scheibe. Erinnere dich daran, du startest tief, Arme gestreckt, Füße zusammen und runter. Auch im Jump, weil es ein Side-Loop-Jump. Genau dasselbe. Halt die Arme lang, starte im Squat, drück die Belastung in die Ferse rein. Prepare 30 and work. Die will ich sehen. Entweder im Jump oder im Walk, das entscheidest du. Wichtig hier, auch hier im Squat, egal auf welcher Seite. Knie raus, Po tief. Komm schon. Bleib dabei, egal wie. Vielleicht gehen ja noch ein paar Jumps. Lass dir die Schultern arbeiten. Setz trotzdem das Gesäß tief und katapultier dich hoch. Komm schon. 4. 3. Hey. Rest. Letzte Runde, keine Lunges. Option 1. 2 Squats. Dann gehst du runter, ein Push-Up. Option 2. Tief. Walk in die Plank. Walk vor. 2-mal und ein Push-Up. Option 3. 2-mal Burpee. Und dann will ich 3 Push-Ups sehen. Such dir eine Option aus. Prepare bis zum Schluss. Work. Die ziehst du komplett durch. Entweder 2 Burpees und 3 Push-Ups. Oder du arbeitest hier 2 Squats, kommst tief, ein Push-Up. Vielleicht mischst du ja auch ein bisschen. Mal hier, mal da. Walk in die Plank, Bauch ist fest, walk vor. Und nochmal, gefolgt von einem Push-Up. Nur im Burpee, ich entkabel mich mal, kommen 3 Push-Ups. Wie viele hast du? 3. 2. 1. Stark. Bleib tief oder komm gerne tief. Wir starten in einen neuen Block. Welcome. Hier zählen jetzt keine Wiederholungen mehr, sondern nur das Durchhalten. Starte mit den Händen schulterweit. Erste Übung Trizeps, Push-Up. Und hier arbeiten wir von Gong zu Gong. Du fängst jetzt an zu arbeiten. Und du hörst erst auf, wenn der Gong ertönt. Du hast die Option hier, deinen Ellenbogen abzulegen. Oder Ellenbogen eng am Körper vorbei. Und hoch. Chorspannung. Arbeite weiter. Jetzt erst Stopp. Nimm die Hände. Weiter. Single Push-Up. Du weißt, worauf es ankommt. Check nochmal die Position. Gewicht geht vor. Let's go. Finde einen Rhythmus, der gut für dich ist. Und denk dran, hier kommt es nur auf eins an. Durchhalten. Press den Boden weg. Komm. 4, 3, 2, 1. Eine Etage enger, Trizeps Push-Up. So gemein. Nur die Trizeps. Tief und hoch oder lehne ab. Beim Trizeps Push-Up hast du einen hohen Druck in der Schulter. Deshalb ist es wichtig, den Arm auch eng am Körper vorbeizuschieben. Fang das Gewicht auf und drück dich hoch. Nimm die ganze Range. Eine Etage weiter. Das war keine Etage, aber eine Handbreite weiter. Das ist der richtige Begriff. Normale Push-Ups. So viele wie gehen. Und jeder hält durch. Wenn nichts mehr geht, komm näher zum Körper ran und arbeite hier. Aber du gibst nicht auf. Nicht heute, nicht hier. Bring den Schultergürtel tief. Komm hoch. Wir tun was für den Unterkörper.
Scheibe hier. Ein Lunge. Du pulsierst, rotierst, pulsierst vor. Tief, Puls, rotate und vor. Impuls. Geht das Knie Richtung Boden. Hälfte hoch und wieder runter. Du rotierst zum vorderen Knie. In dem Fall jetzt zum linken Knie bei mir. Weg und vor. Sehr stark. Clean and press. Weiter als Hüftbein. Zum Schlüsselbein hoch. Über den Kopf. Zum Schlüsselbein. Catch. Auch hier wieder bis zum Gong. Lass die Beine arbeiten. Drück dich aus dem Bein mit. Press hoch. Komm schon. Die letzten Clean and Presses heute. Zurück zum Lunge Rotate. Füße hüftweit, die gehen auch in einer Linie zurück für mehr Stabilität. Let's go. Pulsiere, rotiere, pulsiere und vor. Arbeite wieder in deinem Tempo. Wichtig hier, schön tief im Knie. Oberkörper bleibt aufrecht und stolz. Bleib dabei. Triple Puls mit Rotate. Neue Übung. Squat Snatch. Starte hüftweit. Spring in den Squat. Reiß die Scheibe über den Kopf. Let's go. Arbeite in deinem Tempo. Vielleicht ist das auch hier ohne den Jump. Wichtig, du landest hier. Sehr tief, Arme gestreckt über die Stirn. Bleib dabei. Presst die Fersen in den Boden. Löse. Sehr cool. Wir kommen zum Chor. Komm dafür einmal auf den Boden. Setz die Hände neben das Gesäß. Dreh dich zu mir. Lehn dich zurück. Erste Übung. Du ziehst an, streckst dich und lehnst dich dabei zurück. 20 Stück will ich sehen. Zieh ran, streck dich. Komm schon. Oder du arbeitest bis zum Gong. Vielleicht möchtest du auch kurz absetzen. Eine Wiederholung machen und wieder absetzen. Für alle, die mehr wollen, Hände gelöst. Streck, zieh ran. Hast du 20, hast du Pause. Oder bis zum Schluss wieder zusammen. 2, 1. Stark. Leg dich auf den Rücken. Neue Übung. 12 möchte ich auf jeden Fall sehen. Egal ob hier, das ist die Option. Kurzer Tap und ab. Oder gestreckte Beine. And work. Let's go. 12 Stück sind gesetzt. Umso tiefer du mit deinen Beinen hier sinkst, umso anstrengender für dich. Und ganz wichtig, egal wie du arbeitest, Schultergürtel ist hier gelöst. Arme weit am Körper vorbei. Reiß die Arme vor. Crunch ein und bleib dabei. Vielleicht hast du auch schon Pause. 2, 1. Stopp. Rest. Neue Übung. Verknote die Daumen. Lehn dich zurück. Entweder die Füße aufgesetzt. Du rotierst nur aus der seitlichen Bauchmuskulatur und berührst den Boden. Prepare 20 Stück. Work. Oder du löst die Füße und rotierst hier. Wichtig, die Hände bleiben zusammen, sonst macht man den hier. Sieht dann so ein bisschen aus wie Schwimmen. Deshalb bleiben die Hände übereinander. Und ganz wichtig, deine Arme auch in einer Linie. Die knicken nicht ab, sondern bleiben hier. Hast du 20, hast du Pause. Ist dir das zu viel? Erinnere dich an die Option. Setze auf und rotiere hier. 2, 1. Pause. Rest. Komm hoch. Komm in eine Hover-Position. Ellbogen sind unter den Schultern. Die Hände bilden vorne ein V. Du arbeitest auf den Knien oder auf den Füßen. Walking Plank. Komm 6-mal hoch. Prepare. Und dann wieder tief. Work. Walk. Du kannst es entweder auf deinen Füßen oder auf deinen Knien machen. Und egal wo du arbeitest, bist du 6-mal oben und hältst du bis zum Ende in der Plank. In der Plank ist dein Gesäß unterhalb deiner Schulter und deine Schulter überhalb der Ellbogen. Ist das nicht so, schiebst du das Gewicht nochmal vor, um das zu checken. Four. Seid ihr alle in der Plank?
3. Dann halten wir gemeinsam. 2. Bleibt dabei. 1. Und los. Alles von vorne. Setz dich hin, dreh dich zu mir. Du kennst die Liebe. Hände neben das Gesetz oder löse 3, sie direkt. Ich hätte 2, davon gerne 26 1. Stück. Zieh ran, streck dich. Ran und streck. Denke mal an deine Option, wenn gar nichts mehr geht. Setze ab. Lehn dich zurück. Zieh ran. Schiebe den Oberkörper nach hinten und die Beine nach vorne. Und setz wieder ab. Für alle, die mehr wollen, ihr habt die Hände gelöst. Die sind vor der Brust. Ihr zieht die Beine zu den Armen und streckt euch erneut. Komm schon. Hast du 26, hast du Pause. Und wenn nicht, dann bleib bei mir. Komm, gemeinsam. Die letzten. Arbeite. 3, 2, 1. Geschafft. Rest. Leg dich auf den Rücken. Roll dich ab. Nimm die Hände nach hinten. Die Daumen zeigen zum Boden. Berühren die auch meinetwegen kurz. Setz die Zehenspitzen auf. Nochmal deine Option. Du crunchst hoch. Gleichzeitig gehen die Beine über die Hüfte. Und du legst dich ab. Option 2. Beine sind gestreckt. Einmal hoch. Einmal tief. 15 Stück prepare will ich sehen. And let's work. Go. Du hast 45 Sekunden Zeit. Und für deine Challenge ziehst du die 45 Sekunden einfach mal komplett durch. Egal ob in der vollen Option oder hier. Wichtig, dein Kinn rollt ein. Schultergürtel hebt ab und die Beine stoppen wirklich über der Hüfte. Bleib dabei. Sei denn, du bist schon fertig, dann gönn dir die Pause. Oder du ziehst gemeinsam mit mir das Ganze durch. 4, 3, 2, 1. Let's rest. Die Walking Hover. Arbeite auf den Knien und auf den Füßen. Eben sind wir 6-mal hochgekommen und haben gemeinsam die Plank gehalten. Jetzt möchte ich, dass du 10-mal hochkommst und dann die Plank hältst. Wenn dir das zu anstrengend ist im Walking Hover, dann hältst du von Anfang an nur die Plank. Nichts anderes. Also Option 1, bleib in der Plank. Option 2, 10 Walking Hover und dann die Plank. Komm hoch und 10-mal hoch, wenn du hochkommst. Bleib die Hüfte tief. Die Hände setzen unter der Schulter an. Und wenn du runtergehst, dann landet da auch wieder der Ellbogen. Genau unter deiner Schulter. Halt die Chorspannung. Walk hoch. Und hast du die 10? Oder bist du direkt hier in der Plank? Dann check nochmal die Position. Schieb die Ellbogen und nee, die Schultern über die Ellbogen. Andersrum wird das echt schwer. Und halte hier. Check nochmal die Position. 4, ist das Gesäß wirklich unter den Schultern? 3, dann machst du alles 2, richtig. 1. Geschafft. Nein, wir haben es noch nicht geschafft. Komm hoch, ich habe euch eine Übung vorenthalten. Puh, das passiert. Verknot die Daumen wieder. Wir haben ja unsere Rotate-Übung vergessen. Nein, nein, die müssen wir noch machen. Wenn du hier arbeitest, du bist zurückgelehnt und tappst wirklich mit dem Ellbogen auf den Boden auf. Wer mag, legt sich gerne Matte drunter. Prepare 26 Stück. Work. Zeit zu Zeit. Wenn du mit gelösten Beinen arbeitest, achte darauf, dass deine Beine trotzdem unter der Hüfte sind. Die geben dir Stabilität. Es sollte nicht zu sehr wackeln. Wenn du viel wackelst, dann spann nochmal bewusst den Core an oder setz die Füße ab. Dann kannst du kontrollierter aus der seitlichen Bauchmuskulatur heraus arbeiten. Hast du 26, hast du Pause. Aber denk dran, du bleibst hier in diesem Rahmen. Wichtig für eine effektive Ausführung dieser Übung. Rotiere bereit. Komm schon. Die letzten. 2, 1. Jetzt aber. Jetzt haben wir es geschafft. Leg dich auf den Rücken, kurzer Stretch am Ende. Schnapp dir ein hinteres Bein. Dreh das Knie einmal zur Leinwand weg. Oder in deinem Fall von mir weg. Greife durch und schnapp dir dein vorderes Bein.
zieh das Ganze kurz ran, halte hier für einen Moment, setz ab und streck das hintere Bein. Streck es ruhig ganz durch, ihr seht schon, meins gibt auf, das kann nicht mehr. Und wenn ihr mögt, könnt ihr einmal die Zehenspitzen zu euch ranziehen. Strecke wieder den Fuß und wechsle die Seite. Einmal das vordere Bein, Knie geht weit raus. Dann einmal das hintere Bein greifen und das Ganze ranziehen. Setze ab, streck das vordere Bein, greif an Wade und Oberschenkel. Und wer das jetzt kann, ich kann es leider nicht, der kann sich das Bein auch noch näher ranziehen. Hauptsache, ihr spürt eine Dehnung. Roll dich einmal auf. Rechter Fuß nach vorne, sinke tief in der Hüfte, nimm den Arm dazu, wir gehen ihn tief fest. Zieh den Ellenbogen gleich zurück, bleibe aufrecht und stolz in der Brust. Schiebe das Gesäß zurück, dehne noch einmal die Beine zur Seite. Wechsel. Linker Fuß vor, Hüfte tief, Arm hoch und rüber. Mehr Stabilität, dann wackelst du auch nicht durch die Gegend und richtig hier kniesen immer zusammen. Überkreuzen und einmal rüberlegen. Spür die Dehnung der weiblichen Bauchmuskulatur und wechsel die Seite. Linker Fuß hoch, linker mein Standbein, raus und dehn die Beinvorderseite. Hier sollst du ziehen, überkreuzen und rüber. Halte hier. Und das war's. Ich bedanke mich, dass du mit dabei warst. Wenn das noch nicht genug Stretch war, bleib doch noch. Es geht jetzt direkt nahtlos im Zoom weiter mit der Uli und Body Balance. Die freut sich sehr. Von meiner Seite aus ein schönes Wochenende. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.